Servus Fotofreunde, heute bin ich auf Fotomission rund um Füssen unterwegs. Mein erster Fotospot wird heute der Lechfall sein. Der kommt natürlich besonders gut, wenn viel Schnee liegt, wenn es vielleicht auch eisig ist. Haben wir heute wieder mal nicht, es liegt ganz, ganz wenig Schnee. Er ist auch nicht besonders hübsch, wenn man hier von der Plattform runterguckt. Aber ich versuche das Beste rauszuholen. Jetzt gehe ich mal runter auf die Brücke und suche danach einen geeigneten Standpunkt für meine Kamera. Wichtig ist zu wissen, wenn ihr hierher kommt, fahrt am Nachmittag bei gutem Wetter an. Ist der Parkplatz wahrscheinlich voll? Hier gibt es gerade mal 10 Parkplätze. So, schauen wir uns die Sache mal an. Also für den Anwendungsfall jetzt hier bei Mittagssonne reicht mir auch sogar der 64er ND-Filter. Hier habe ich noch einen Polfilter im System drin. Polfilter einfach, um diese Reflexionen aus dem Wasser zu nehmen. Und der 64er 1,8er ND reicht. Ich will ja nur ganz wenig belichten, 1-2 Sekunden. Schauen wir mal. Der Spot an sich schaut in echt auch gar nicht so super geil aus, muss ich sagen. Also die Herausforderung wird sein, hier den Ort schöner darzustellen, als er tatsächlich ist. Wir haben hier links eine hässliche Hütte. Wenn die eingeschneit wäre, wäre es auch toll. Ist sie nicht, deswegen lasse ich die jetzt mal bewusst auch weg. Bring die Kamera hier erstmal in die Waage. Scharf stellen tue ich natürlich da auf die Staustufe, auf die Mitte der Staustufe. Dann setzt das Löser auf 2 Sekunden an. Schauen wir mal. Also das Licht fällt immer noch ziemlich hart auf die Wasseroberfläche. Das versuche ich jetzt mal mit dem Polfilter so ein bisschen die Reflexion da rauszukriegen. Bisschen was bewegt tatsächlich. 2,5 Sekunden, 6er Blende. ISO 100. Und da sollte man schon das Wasser schön verwischt sehen. Boom, sehr gut. Wie gesagt, kommt her, wenn wirklich Schnee liegt, dann schaut das Ganze nochmal viel, viel verträumter aus. Ich versuche jetzt dasselbe Bild auch nochmal von unten zu machen, eine leicht andere Perspektive einzufangen und dann geht es weiter zum nächsten Spot. Also hier habe ich tatsächlich eine schönere Perspektive gefunden. Das ist echt lustig, hier stört mich der Ast hier eigentlich gar nicht, der bindet sich eigentlich richtig gut ins Bild ein. Gefällt mir gut. Dieser kleine Hügel, die Schneekante, die lasse ich von rechts im unteren Drittel ins Bild reinlaufen. Das passt richtig schön von der Drittelregel halt einfach. Das sieht gut aus. Sieht echt gut aus. Ich stelle jetzt wieder scharf, genau da, wo mein Auge hinfällt, auf die Wasserkante. Und so habe ich jetzt doch eine ganz gute Perspektive, glaube ich, gefunden von hier. Vielleicht wirkt es auch nochmal, wenn ich hier noch 2 Meter tiefer gehe, vielleicht mache ich das jetzt auch nochmal schnell. Hier habe ich jetzt den Vorteil, dass ich sogar oben die Bergspitze, wenn man von Spitze sprechen kann, auch mit auf dem Bild habe, weil ich einfach tiefer bin. Wenn ihr hier seid, schaut echt zu, dass ihr trittsicher seid, dass ihr ein Stativ dabei habt, sonst funktioniert keine 3 Sekunden Belichtung. 3, 2, 1. Hier bin ich leicht überbelichtet, macht aber nichts. Bam, fertig. Geht's weiter. Schauen wir mal, was wir hier in Füssen noch finden. Den Lechfall habe ich mittlerweile verlassen, stehe jetzt hier auf dem Feld vor der kleinen Kapelle St. Koloman.
Die Lichtbedingungen hier, um die Kapelle jetzt zu fotografieren, sind gar nicht so einfach, weil die Sonne von hinten kommt. Also die Kirche wird von hinten angeleuchtet und vorne ist erwartungsgemäß recht dunkel. Allerdings reflektiert der Schnee das Licht hier wunderschön. Und ich glaube, das nehmen wir jetzt auch mal zum Anlass, auch weil die Sonne direkt über der Turmspitze steht, hier einen Blendenstern einzufangen. So, und um das Bild jetzt gescheit aufzunehmen, werde ich das so auf ca. 70 mm, glaube ich, machen. Und auf 70 mm bekomme ich wirklich die zwei Bäume links und rechts neben der Kirche ganz gut mit drauf und diesen Blendenstern direkt über der Turmspitze. So mache ich das jetzt auf einer Blende 22. Und was habe ich hier? Eine Belichtungszeit von ca. 1/80. Das kann ich noch gut halten aus der Hand. Was mir jetzt auch gut gefällt, die Turmspitze wirft einen ganz schönen Schatten auf mich zu. Das kann man auch im Hochkantformat, glaube ich, ganz gut einfangen. Könnte ein ganz gutes Bild werden. Vielleicht zoome ich noch ein kleines bisschen näher ran. Ist eigentlich echt eine ganz gute Idee, das jetzt hier so zu machen. Mit dem Blendenstern, weil sonst gibt jetzt das Motiv um 3 Uhr nachmittags nichts her. Hier lenkt wenig vom eigentlichen Bild ab. Und im Nachhinein muss ich wahrscheinlich die Kirchen minimal aufhellen bzw. die Tiefen in Lightroom etwas erhöhen und die Lichter erfahrungsgemäß nach links unten ziehen. Das einzige Vordergrundmotiv, was ihr hier finden werdet, ist dieser Baum hier an dieser schönen Straße. Und den kann man natürlich nicht nur als Vordergrundmotiv verwenden, sondern auch als Rahmen, der die Kirche wunderschön einbindet. Ich mache es jetzt so, ich lasse die Sonne wieder an den dicken Baumstamm da hervorblitzen. Knall da die Blende wieder zu auf F20, F22, dann habe ich meinen Blendenstern. Mache das Bild natürlich im Hochkantformat, hier kann ich auch super gut mit Autofokus arbeiten. Dann schaue ich mal, wie wir den Baum einbinden, ungefähr so. Bam, Alter, cool. Taugt mir, Leute, das ist ein gutes Bild. Ein bisschen auf die Autos sollte man auch aufpassen. Schau jetzt, dass kein Auto kommt, weil hier entscheiden wirklich Zentimeter, ob ein Blendenstern zustande kommt zwischen dem Ast oder nicht. Ja, so kriege ich es hin. Dasselbe kann man jetzt auch im Querformat machen, also ist ein Garant für ein gutes Foto, wenn die Sonne einfach so hoch über der Kapelle steht. So, als nächsten und als letzten Spot werde ich mir jetzt noch eine Kapelle raussuchen, um da den Sonnenuntergang zu fotografieren. Da bin ich ganz gespannt. Die Kapelle ist auch hier ganz in der Nähe. Und dann haben wir drei Spots quasi besucht hier in Füssen. Gleich daneben gibt es hier noch das Schloss Neuschwanstein. Aber das würde ich jetzt nicht mitten am Tag fotografieren, sondern eher zum Sonnenaufgang, wenn hier vielleicht sogar auch Nebel im Tal liegt. Dann hat man hier ein richtig gutes Bild von dem Neuschwanstein. So, let's go zur letzten Location. So, nach einer 10-minütigen Autofahrt bin ich jetzt hier an dieser kleinen Kapelle angekommen. Unterhalb dieser Kapelle ist normalerweise ein sehr schöner, idyllischer See zu sehen. Die Sicht auf den See bleibt uns verwehrt, weil er zugeschneit ist. Es ist einfach zu kalt. Sonne geht circa eine halbe Stunde unter. Ein paar Minuten muss ich hier noch ausharren. Dann suche ich mir jetzt meine Bildkomposition langsam heraus, um einfach dieses schöne Bergpanorama hinter mir aufzunehmen. Mein Hauptmotiv ist natürlich die Kapelle. Ich habe jetzt hier eine gute halbe, dreiviertel Stunde am Hügel ausgeharrt. Gleich ist es soweit, da steht die Sonne noch tiefer, das Licht wird wärmer, es wird weicher, es wird einfach schöner. Und bei dem Bild brauche ich jetzt erstmal keinen ND-Filter, weil am Himmel passiert nicht so arg viel. Aber ich werde trotzdem hier diesen Verlaufsfilter von oben reinstecken, so ein kleines bisschen Kontur hier manuell aus den Wolken zu holen. Das kann man natürlich auch in Lightroom machen. Nachhinein, aber ich versuche wirklich vor Ort das Bild so gut wie möglich hinzukriegen. So kann ich das Bild auch schön beurteilen. Jetzt, weil die Sonne noch ein Stück hat, bis sie untergeht, werde ich erstmal ein Bild machen von der Kapelle mit einem Blendenstern auf einer F20. Und dann das eigentliche Foto mache ich dann, wenn sie kurz hinter dem Berg untergegangen ist. Zur Bildkomposition ist vielleicht auch noch zu sagen, dieses Bild mache ich jetzt so, dass ich auch mit dem Schatten der Kirche spiele. Ich lasse nämlich den Schatten, den die Kirche oder diese Kapelle hier schlägt, links bei mir unten ins Eck zulaufen. Sieht für mich ganz interessant aus, stimmig aus. So machen wir das auch wieder auf einer sehr hohen Blendenzahl.
dass dieser Blendstern jetzt noch zur Geltung kommt. Und das mache ich einfach, weil ich jetzt keinen roten Sonnenuntergang habe, sondern ich will halt irgendeinen Hingucker im Bild schaffen. Und das ist der Blendenstern mit dieser Kapelle. Und der Schatten, wer auf das Detail achtet. Also schadet nicht, auch mal nach unten zu gucken. Oh, langsam wird es auch frisch. Wisst ihr eigentlich, was das Geheimnis ist von diesen roten Sonnenuntergängen? Man muss da einfach nur darauf achten, dass ihr Wolken am Himmel habt, dass die Wolken möglichst niedrig hängen, also tiefe Wolken. Wenn die Sonne dann untergegangen ist, ist kurz nach dem Zeitpunkt, werden bei besten Bedingungen eben die Wolken von den Sonnenstrahlen von unten schön angestrahlt und dann hat man diesen wunderschönen roten Sonnenuntergang. Kommt am Ammersee ab und zu vor. Ach so, wichtig noch. Ja, manche haben mich gefragt, was für eine Jacke ich anhabe. Ich habe hier eine ganz normale Quicksilver-Jacke an. Ist aber geil zum Fotografieren, weil man kann hier Filter reinstecken, Masken, Feuerzeug, Bier, passt alles rein. Hat viele Taschen. Also Quicksilver-Jacke, ich verlinke sie unten mal im Video. So, jetzt labere ich und die Sonne geht gleich unter. Ja gut, jetzt hat sich der Schatten schon ein kleines bisschen wieder verschoben. Da ändere ich halt meine Kameraperspektive wieder. Bisschen. Nochmal Werbung in eigener Sache. Wenn ihr mit mir zusammen fotografieren wollt, macht's doch bitte im Rahmen eines Workshops. Ich stelle nach und nach Termine ein auf meiner Seite www.siegfried-eichhorn.de. Schaut euch da mal die Touren an bzw. die Tage an. Kommt gerne auf mich zu, schreibt mir. Wir finden bestimmt eine Lösung auch für euch. Und jetzt habe ich momentan erst Februar eingetragen und ein, zwei Termine im März. Eigentlich ganz gut. Zwei Workshops sind schon ausgebucht und die Reise geht weiter. Ganz sexy ist jetzt auch dieser kleine Wolkentupfer oben am Himmel, direkt über der Kirche bzw. über den Bergen. Und um diese Wolken und die Berge näher ranzuholen, habe ich mir jetzt meinen 70 bis 180 draufgeschraubt. Und fotografiere eigentlich nahezu dasselbe Bild mal auf 70 mm. Da kommen einfach die Berge viel, viel besser zur Geltung. Und damit das jetzt eine runde Sache wird, achte ich jetzt bei der Bildkomposition extrem drauf, dass ich nicht zu viel tote Fläche auf dem Bild habe. Das heißt, tote Fläche für mich ist diese Wiese. Also die sollte allerhöchstens ein Drittel des Bildes einnehmen. Ein Drittel nimmt der Himmel und die Berge ein. Und das ist mein Motiv, das Hauptmotiv steht im linken Drittel. Das ist eine schöne Drittelung. Ah, wunderbar. Die Wolkentupfen habe ich jetzt genau da, wo ich sie haben will. Und im Hintergrund sieht man sogar noch den Forgensee hervorspitzeln, wenn man da durch die Bäume durchguckt. Ist jetzt doch ein ganz schönes Motiv. Wirklich auch auf wie viel? 70, 72 mm. Hat sich echt gelohnt, das jetzt mal auch auszupacken und die Bildkomposition auszuprobieren. Wir sehen uns im nächsten Video. Cool, dass ihr bis jetzt dran geblieben seid. Bye bye. Euer Sigi, heute aus dem Allgäu.